Wenn du einen Lada Niva fährst und dir dieses Geräusch auch voll auf die Nerven geht, dann bleib dran. Hallo zu einer neuen Folge Sachen machen mit Manu. Ich melde mich wieder aus meinem Auto. Heute zu dem Thema Gurt Warner ausstecken am Lada Niva. Ganz wichtig im Vorhinein, bitte macht es nicht nach und vor allem nicht, wenn er damit auf dem Straßenverkehr teilnimmt. Es ist verboten, es ist gefährlich und das Video soll nicht zum Nachmachen animieren. Jetzt aber viel Spaß beim Schauen. Also wer sich trotz des Verbots, den Gurtwarner auszustecken, trotzdem dazu entscheidet, den Schritt zum Tun, der braucht eigentlich nicht mehr als einen Kreuzschlitzschraubenzieher und macht mal diese zwei Schrauben hier raus an der Abdeckung vom Handbremshebel. Ne? Einmal. Zweimal. So. Die Handbremse anziehen. Dann kann man das auch hier rausnehmen. So. Und jetzt gehen wir im Prinzip dem Kabel nach vom Gurtschloss. Hier haben wir nämlich das Kabel. Das ist nämlich schon das ganze Ding, wo wir brauchen, wo wir suchen. Und kruscheln mal hier unten so ein bisschen drin rum. Unter der Gummimatte. So, und da haben wir es nämlich schon. Zack, da kommt das Kabel schon raus. Das ist ein Stecker. Habe ich es denn drauf richtig? Genau, hier ist er. Also der befindet sich eingeklemmt unter der Gummimatte von dieser Abdeckung von der Handbremse. So, das habe ich jetzt gleich mal ein bisschen nach vorne gezogen. Einfach mal, dass es vorne rausschaut. Und kann eigentlich jetzt auch im eingesteckten Zustand diese Plastikabdeckung wieder drauf machen. Ist wieder drauf. Moment. So. Und macht die Schrauben wieder drauf. Und dann ist der Stecker ja schon mal freigelegt, den wir brauchen. Beim Zusammenbauen unbedingt darauf achten, dass diese Metallklammer bei der Abdeckung, ich zeig mal drauf, hier ist so eine kleine Metallklammer, dass die in der Abdeckung richtig sitzt, weil sonst kriegt er hier hinten die Schrauben nicht richtig rein und es findet einfach nicht richtig zusammen. Ja, jetzt habe ich den Stecker vom Gurtwarner, habe ich jetzt hier nach außen verlegt. Da sieht man den und hier kann ich den jetzt ausstecken und nach Belieben, sage ich da, wenn mal TÜV ist oder so, stecke ich ihn wieder zusammen und lasse ihn hier unter der Fußmatte verschwinden. So, jetzt demonstriere ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Ich mache den Motor an. Achtet mal auf die Gurtleuchte. Ich mache den Stecker auseinander. Achtung. Und aus ist es. Ja. So, Stecker ist auseinander. Da liegt er. Und den schiebe ich jetzt so ein bisschen unter die Gummimatte. Dann sieht man ihn auch nicht mehr. So. Genau. Aber ich hole ihn jetzt wieder raus und mache natürlich wieder zusammen, weil ich will ja keinen Ärger mit dem Gesetz haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.